Was? Was war das? Oh mein Gott! Jesus! Und da wären wir! Freunde, Into the Radius 2. Ich bin extrem gehypt und habe richtig Bock auszuprobieren, was jetzt hier alles geht. Also, gucken wir uns erstmal um. Sieht ein bisschen aus wie bei Oma, ehrlicherweise. Die Tapete kenne ich sehr gut. Was geht hinter uns ab? Ach, guck mal hier, die Nachbarn. Die schwebenden Nachbarn. Jungs! Is anywhere out there? Ich glaube nicht. Okay, alles klar. Wie gesagt, keine Ahnung, wo wir hier sind. Ich habe auch ehrlicherweise den ersten Teil nicht gespielt. Deswegen laufe ich jetzt einfach mal völlig blind los im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann gucken wir uns mal gemeinsam um. Hier ein kleiner Hinweis an jeden da draußen, der selber mal VR testen will. Ich habe mich bei meinem Partner 7Space für euch stark gemacht und einen Rabattcode mit satten 15% organisiert, der in jeder Filiale in ganz NRW gilt. Auf alle eure Bestellungen. Link dazu in der Videobeschreibung. Gönnt ihr mir, gönn ich euch. Aber wie gesagt, im ersten Moment, Grafik geht auf jeden Fall klar. Kann man mal machen. Gefällt mir gut. Auch hier mit dem Tracking. Mit dem Kompass funktioniert sehr gut. Die Watch ist auch am Start. 12.03 Uhr. 0% Armor. Sieht gar nicht mal so gut aus. Aber dafür volles Leben und volle Energie. Zack, einmal hier drüber springen. Aber das geht schon klar. Was aber nicht mehr klar geht, ist dieses Treppenhaus hier. Jesus! Welcher Architekt hat sich das denn ausgedacht, Freunde? Okay, dann nehmen wir halt ganz entspannt die Leiter. Zack, oben, sehr gut, okay. Auch hier, super Inneneinrichtungsstil, verkehrte Welt, im wahrsten Sinne des Wortes, Jesus. Okay, to pick up an item, reach out and grab it with grip. Okay, dann grabben wir uns mal die Taschenlampe. Okay, auf einmal Horrorspiel hier oder was? Okay, komm, gehen wir mal weiter. Keine Ahnung, wie gesagt. Es wirkt auf jeden Fall direkt ein bisschen bedrohlicher, ehrlicherweise. Ach, guck mal, jetzt kriegen wir hier Ausrüstung. Sehr gut, komm mal hier zu Daddy. Zack, angezogen. Feuerzeug nehme ich auch mit. Geht sogar. Ach, guck mal hier, nice. Haben sie auch dran gedacht, dass die Flamme immer nach oben geht. Kleines Gimmick, aber ein erster Pluspunkt von mir an dieser Stelle zu diesem Spiel. So, warte mal, kann ich die Taschenlampe, können wir hier so ablegen? Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus für den Start. Okay, wie gesagt, bis auf Omas Einrichtungsstil, da müssen wir nochmal drüber reden, Freunde. Kann man das... Ach, geil! Oha, guck mal hier, was du hier machen kannst. Jesus. Okay, das ist geil. Freunde, zweiter großer Pluspunkt. Wie cool ist das denn? Guck mal hier. Kannst du einfach so die Gegenstände durch die Luft schmeißen. Und da wären wir, Freunde. Into the Radius 2. Da ist die Open World. Also wie gesagt, wir sind jetzt hier immer noch ganz am Anfang. Mal gucken, was als nächstes passiert. Die purpurnen Flüsse lassen auch grüßen, wer den Film da draußen kennt. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Jean Reno war ich damals ein Riesenfan von. Aber der macht ja nicht mehr so viele Filme. Okay, da unten geht irgendwas ab. Was passiert da? Was passiert da? Und generell, what the fuck is going on hier? Geil, Mann. Ich habe richtig Bock auf das Spiel, weil ich den ersten Teil, wie gesagt, nicht gezockt habe. Gezockt vor allen Dingen, gezockt. So, was haben wir hier? Press hold. So. Oh Gott. Hallo? Das tut uns bestimmt weh, ne? Roter Bildschirm ist nie gut. Warte mal. Okay, dann haben wir es jetzt auch mal rausgeschafft. Aber Obacht vor den Anomalien. Die klatschen nicht also direkt weg. Die bösen Buben da vorne. Leute, diese Optik ist einfach komplett verrückt. Guckt euch das mal an, was hier los ist. Heftiger Hangover. So wild war es doch gestern Nacht gar nicht. Okay, wir kriegen endlich eine Waffe. Okay, now take the magazine. Machen wir. Alter, ist das ein Scheiß? Was ist denn hier los? Warum so complicated? So, jetzt haben wir es aber.
wollte gerade sagen. Aiming aus der Hölle oder was? Okay, warte mal. So, gib mir mal. Oh Gott, Freunde. Ich komme nicht mehr dran. So, jetzt aber. Oh Gott! Ein bisschen merkwürdig von der Handhabung her. Das hätte man definitiv einfacher machen können mit der Waffe. Aber gut, sei es drum. Wir sind noch gerade ganz am Anfang hier. So viel haben wir noch nicht gesehen. Hey Bro! Alles fit? Okay, alles klar. Center of the Radius. Okay, wir sind also mitten drin statt nur dabei. Okay, Freunde, Facility, das dürfte dann unsere Basis sein. Follow the UNPSC Instructions to enter the Facility. Alles klar. Jungs, macht das Tor auf, ich bin zu Hause. Wo sind wir eigentlich? Keine Ahnung, auf jeden Fall abgespaceder Wald. Also ist das sieht einfach echt verrückt aus, ehrlich jetzt. Okay, komm, gucken wir mal, was da drin so abgeht. Gibt es hier eine Klingel? Muss ich klopfen oder geht die Tür einfach so auf? Alles klar. Wir werden anscheinend erwartet. Stellt schon mal die Drinks kalt. Ich habe richtig Bock. Auf dem Rücken, geht auf jeden Fall. Grabs the Tablet. Okay, das dürfte dann unsere Map sein. Geht da so an die Hüfte. Verstanden. Was ist das? Please place the detector and we'll jump into your arm slot. Ach cool, guck mal, wir können ihn einfach so fallen lassen. Also kann ich den schon mal nicht verlieren, wenn wir nachher unterwegs sind. Sehr gut. Das dürfte die Spritze sein. Die kommt links an den Arm. Taschenlampe, die kommt hier rechts hin. Das kennen wir schon. Gott, muss ich mal kurz selber kalibrieren. Grab agents to backup grab and release in front of you. Doch, jetzt geht's. Du kannst einfach den Rucksack nehmen, den quasi in die Welt reinhängen und dann auch hier so die Gegenstände wahrscheinlich... Ja, drin ablegen. Alles. Missions. Guck mal, wir können sogar rauszoomen hier aus der Karte. Okay, nice. Forest und Peninsula. So, jetzt haben wir die Mission akzeptiert auch endlich mal. Müsste eigentlich passig reindrücken. Hey, Bro! Okay, Peninsula. Alles klar, los geht's. Okay, Freunde, stürzen wir uns ins Abenteuer. Aber mit der Knarre im Anschlag am besten. So. Okay, locate the decommissioned equipment, goals, outdated UNPC Sensor, 0 von 1. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt hier den Sensor finden, oder was? Ach, hier in dem blauen Gebiet wird er wahrscheinlich sein, oder? Ich kann ja mal ranzoomen. Jesus, guckt euch diese Optik an, was ist denn hier los, Freunde? What is going on im Radius? Nice. Das sieht schon fett aus. Sag ich euch, wie es ist. So, wir müssen aber extrem aufpassen, weil uns hier irgendwie alles an die Wäsche will, beziehungsweise alles will uns hier töten. Deswegen holen wir jetzt mal, Moment, packen wir dich mal nach da unten und dich auch ein bisschen tiefer, damit ich an den hier rankomme. Jetzt machen wir nämlich erstmal die Safe-Kiste. Und gucken, dass wir nicht in irgendwelche Anomalien reinlaufen. Da hinten ist nämlich eine. Ja, seht ihr? Und dann kriegen wir die so angezeigt. Eigentlich ziemlich nice Mechanik. So ein erstmal aufpassen muss, wo man langläuft und nicht einfach drauf lossprinten. Oh Gott. Ne, okay, da ist sauber. Hier ist auch sauber. Okay, alles klar, was haben wir hier? Ash is an anomaly substance that can be identified by its sound. Okay, man hört auch den Sound. Gehen wir mal näher dran. Guck mal, nice. Das sieht aus wie so eine organische Masse. Okay, haben wir. Ja, und da sind nämlich noch Anomalien. Nicht zu nah dran gehen, Freunde. Ey, wie nice ist das? Guck mal, dann kannst du hier die Welt erkunden und musst die ganze Zeit aufpassen, wo du halt langläufst. Okay, Moment, was sagt unser Navi? Das muss doch hier bei der Hütte sein oder in der Hütte drinne. Ich
höre hier auf jeden Fall wieder was. Warte mal, Moment. Boah, Leute, das ist gar nicht so einfach. Ehrlich, du musst dich hier komplett organisieren. Da ist das Ding. Also, das ist nichts für eine schnelle Nummer, sage ich euch ganz ehrlich. Da musst du dich erstmal reinfuchsen. Okay, haben wir. Aber ganz ehrlich, Setting ist cool. Das hat richtig was. Das gefällt mir echt gut. Okay, da waren wir eben drinne. Wie komme ich denn an das Ding da? Ach, da oben. Ach, da oben am Dach, Freunde. Warte mal. Moment, dann laufen wir mal kurz hier rüber. Komm mal hier hin, das brauchen wir gleich noch. Da auch noch Anomalien. Hier kommen wir ja hoch. Okay, alles klar. Komm einmal hier hin, zack. Und dann zacken wir uns hier das Ding. Come to Daddy. Got it. Alles klar, in den Koffer. Freunde, into the Radius 2. Wir sind mittendrin statt nur dabei. Stark. Okay, also man sieht schon, ne? Man hat quasi das Ding, um die ganzen Anomalien ausfindig zu machen. Kannst du dann so anzeigen lassen, weil die töten uns, wenn wir zu nah dran kommen. Coole Mechanik, gefällt mir, da sieht man auch. Also man kann halt nicht einfach so in der Welt rumrennen, wie man gerade Bock hat, sondern man muss vorsichtig und mit Bedacht an die Sache rangehen. Ich bin ganz ehrlich, mit dem Nachladen, das ist noch ein bisschen komisch, weil ganz ehrlich, guck mal, du musst das Magazin so rausholen. Ich versuch's jetzt nochmal. Dann nimmst du die Schachtel, machst die auf und gehst dann so hier dran. So, das war's. Also da muss man sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Nicht wie bei allen anderen Shootern. Einfach nur Magazin tauschen und rein. Nein, hier musst du viel, viel, viel mehr arbeiten tatsächlich an der Stelle. Und das wird natürlich auch im ganzen Spiel dann nicht einfacher, wenn es nachher stressig wird. Aber bis hierhin macht das Spiel schon eine echt gute Figur. Also ich bin positiv überrascht. Oh Gott, fast runtergesprungen. Positiv überrascht. Yeah, yeah. Aha. Okay, warte mal, was sagt denn? Wo ist mein Map-Ding? Da. Okay, damit hätten wir die Mission, müsste jetzt eigentlich haben. So, Peninsula Location, Lost Items, Read More. So, Equipped Sample to Facility 27 and complete the mission. Okay, alles klar. Das heißt, wir müssen einfach nur wieder zurückgehen, um die Mission abzuschließen. Wir könnten natürlich jetzt auch noch hier so ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Komm, warte mal, weißt du was? Warte mal, da ist eine Anomalie. Pass mal auf jetzt. Vielleicht. Nein, bringt uns nichts. Ist hier noch irgendwo eine? Das sieht doch nach einer Anomalie aus, Freunde. Aber drauf schießen bringt nicht wirklich was. Okay, vielleicht können wir die auch gar nicht abschießen in dem Sinne. Dann wird das wahrscheinlich hier, die Waffe wird dann nachher für Gegner da sein. Achso, ja, muss ich ja erst wieder rausholen. Das meine ich, du musst das Magazin richtig rausholen, um es zu befüllen. Das finde ich ein bisschen umständlich, ehrlicherweise. Aber gut, sei es drum. So, Magazin rein, happy sein, haben wir, okay. Es sieht alles so ein bisschen, erinnert mich an Fallout, ehrlicherweise. Ne? Ich meine, ihr seht es ja selber, so die ganze Gegend heruntergekommen. Das hat schon was. Und die Tracking-Mechaniken funktionieren ganz gut bisher. Also, wie gesagt, es ist ein bisschen anspruchsvoller als andere VR-Shooter, die ich zum Beispiel schon gespielt habe, jede Menge. Aber es ist auch, ich denke mal, so ein bisschen mehr auf Survival ausgelegt. Ne? Dass du jetzt gar nicht so den heftigen Shooter in erster Linie hast, sondern diese Mischung aus Shooten, Erkunden, Survival, ich meine Spritzen und sowas alles, weißt du, was ich meine? Hier haben wir ja noch, Moment, Lampe machen wir wieder aus. Oder auch nicht. Das Ding haben wir ja auch noch. Gibt halt mehrere Mechaniken, die hier zum Einsatz kommen. Das will ich eigentlich damit sagen. So, warte mal. Waffe weg. Ey, Bro! Ich glaube, die Mission war erfolgreich. Bring mich mal wieder zurück zum Facility. Einmal die Schnellreise. Oh Gott, wo stehe ich eigentlich schon wieder hier in meiner Bude? So, okay. Wir hatten ja die Mission, das Ding zu holen. Dann gucken wir jetzt mal, was als nächstes passiert. Freunde, ich bin zurück.
Okay, Karte, hier sind wir. Da waren wir eben. Wieso ist die Lampe die ganze Zeit? Also jetzt kann ich sie ausmachen. So. Okay, warte mal, was sagt denn hier unser. Sagt er uns, wo wir das Ding hinbringen müssen? Ja. Da rein. Okay, alles klar. Missions. So, Top Explorer. Completed. Haben wir geschafft. Ready to complete. Okay, und jetzt? Ach so. Jetzt müssen wir das Ding da reinlegen, oder was? Mission completed Prozedur. Okay, warte mal. Das ist quasi das Teil, was wir gerettet haben, oder was wir uns besorgt haben, vielmehr, aus dem Radius. Komm, packen wir es mal hier rein. So. Complete. Klappe zu, Affe tot. On behalf of humanity, we thank you for your hard work. Gern geschehen, Freunde. Please collect the due reward. Okay, give me the money, Alter. 400, was auch immer, was sie hier für eine Währung haben. Okay, wir müssen, laut Karte müssen wir hier raus. Warte mal, wo ist denn hier raus? So, hier rüber. Okay, alles klar. Boah, ich hab noch nie so oft Navi in dem Spiel benutzt, Freunde. Okay, erst wieder mit der Karte entsperren. Okay, was haben wir hier? Okay, Explorer, you can hang your backpack on a rack, your weapon on a wall and your chest rig on the dummy. Okay, wir können jetzt tatsächlich hier unsere Gegenstände, könnten wir irgendwie an die Puppe, keine Ahnung was. Take off the chest rig, warte mal. Nee. AX and press grip. Aha, so geht's. Und jetzt hier so, zack, alles klar, okay. Das ist natürlich praktisch, wenn du verschiedene Loadout fertig machst nachher, könnte ich mir vorstellen, die du dann immer vor der Mission an- oder ausziehst. Nein, gib mir das ganze Rig-Ding hier. Oh Gott, gib's her! Scheiße, ich krieg's nicht mehr wieder. the more you carry, the slower you get hold. Y to non-domination to hand view info. Okay. Wie kriege ich denn jetzt das Ding? Aha, danke. So, und jetzt packen wir es wieder einfach. Ziehen wir wieder an. Mist, das hat nicht funktioniert. So, hier haben wir die Infonummer für unseren Body, Backpack, auch Hut sogar, beziehungsweise Head. Okay, Hands. Also allein daran sieht man schon, ne, dass es umfangreicher wird, weil es geht hier auch nach Gewicht anscheinend, wie viel wir mitnehmen können. Beziehungsweise Plätze, könnte ich mir vorstellen. Okay, to find out how many loadouts points on item give, press Y while holding item in your hand. Okay, wir haben 300. Was auch immer, ich weiß es nicht. So, das Feuerzeug nehme ich auf jeden Fall mit. Der Freund und Helfer. Wer weiß, wofür wir das noch nachher brauchen. Aber hier sieht man auch schon, ne? Ich glaube, hier kannst du nachher Waffe putzen und so hier drauf packen. Kann auf jeden Fall geile Sachen machen. So, warte mal. Ich packe ich auch mal direkt da. Das sieht ein bisschen wild aus, ne? Also ganz ehrlich, da gefällt mir die Tasche von The Walking Dead besser, weil du halt richtige Plätze hast. Aber hier, er schmeißt es einfach da rein. Sieht aus wie ein unaufgeräumtes Kinderzimmer, wenn ihr mich fragt. Aber gut. Okay, hier der Sound. Ja, den höre ich. Den kann man nicht überhören. Voll laut, Alter. Get your tablet. Okay, okay, okay. Schreib mich nicht so an. Okay, hab ich. Weiter. Tidometer is the timer that tracks the tide. The global phenomenon is the radius that brings back all dangerous and valuable entities. Okay. In the tide catches you in the radius. Seek a shelter marked on your map or leave the radius to avoid getting killed. Okay, jedes Mal, wenn das Signal kommt, ist das quasi wie so ein Alarm, dass alle Gegner zurückgebracht werden in den Radius, in dem wir uns gerade befinden. Das heißt, entweder die Beine in die Hand nehmen und losrennen oder irgendwie alle töten. The tide is not coming yet. Okay. Ey, das ist unnötig laut. Maul. Oh Gott. Holy crap. Schreit er uns hier an. Okay, ihr könnt auch mal wieder einer putzen, by the way, ne? Okay, get treatment. Ach, wir können duschen. You are now perfect health. Alles klar, Freunde. Ich nehme das zurück mit dem Putzen. Das war nur Wasser. Wir waren eine Runde duschen. Okay, das kostet aber Geld. Da
Dafür haben wir jetzt wieder 100% Leben. Alles klar. Dann hat das wahrscheinlich... Kriegen die auch auf? Nein, kriegen wir noch nicht auf. Dann sind wir wahrscheinlich auch irgendwie radioaktiv verseucht, wenn wir aus dem Radius kommen, könnte ich mir vorstellen. Guck mal, liegt noch eine Waffe. Die können wir mal da liegen lassen. Wir haben ja eine. Aber wir wollten doch eigentlich unseren Reward abholen, oder? Was haben wir denn hier? Sleep. Eine Stunde. Okay. Kurz eine Runde knacken. Sauber. Dann sind wir wieder fresh. Ne, hier kommen wir immer noch nicht rein. Area under construction. Hier wird noch gebaut. Gruß an die Entwickler, was auch immer sie hinter